Wir besichtigen das Kloster Ilo. Es handelt sich um eine Nachbildung der früheren Klosterkirche. Auf dem Waldweg zum Kloster kommt ihr an einigen Aufstellern mit Gedichten von Schriftstellern vorbei. Am Kloster angekommen, bekommt ihr einen imposanten Eindruck. Ihr könnt eine Turmbesteigung vornehmen, die Wertmarken dazu erhaltet ihr im Klostercafé. Der Dachreiter kann über eine Wendeltreppe erstiegen werden. Nach 164 Stufen werdet ihr auf einer Plattform in ca. 30 Meter Höhe mit einem fantastischen Ausblick auf große Teile Ostfrieslands belohnt. Und nicht erschrecken, die Glocke ertönt zu jeder vollen und zu jeder halben Stunde. Auch ein Rundgang durch den Raum der Spurensuche lohnt sich. Dieser befindet sich unter der Klosterkirche. Wir besichtigen auch die vier Themengärten im Klostergarten. Bevor wir zum Abschluss noch das Klostercafé besuchten und ein Eis auf der herrlichen Terrasse genossen. Da wir an einem Erlebnissonntag hier waren, konnten wir sogar ein leckeres frisches Brot vom Klosterbäcker mitnehmen. Und zu guter Letzt entdeckten wir noch kleine Kostbarkeiten im Klosterladen. Es war ein rundum gelungener Tag. Kommt doch auch mal hierher!